Okay, und Arm, greif die Sterne vom Himmel. Richtig, guck nach oben, such dir den schönsten raus. Oh, ich bin wieder runter. Oh, wie schön. Okay, weiter. Thank you.
Nein, die sehen aus wie Knechte. Wie Knechte? Knechte? Was für Könige, genau. Das sind die Knechte. Was ist das für eine Story hier? Wie kommt es dazu, dass diese drei Kreaturen so eine wunderbare und wie ihr geschrieben habt, arrogante, glückliche, tänzerische Frau tragen müssen? Und wir schaffen eine eingefrierte Skulptur. Das ist die. Was heißt denn eigentlich eingefrorene? Sie ihn gefragt, wollen wir tanzen? Julia sagte, ja, gerne. Und so leben sie weiter. Und das, was sie da sieht, bedeckt doch ihr Körper da. Ja, sehr schön. Er sieht eine wunderschöne Frau. Er geht zu ihr hin und spricht sie an. Sie reden und reden und reden. Ende. An diesem Tag wurde Paul und seine Familie ausgeraubt mit seinen Sachen. Nach diesem Tag war Paul immer nackt. Super Geschichte. Na, du bist ein Schriftsteller hier, ne? Er ist cool. Vor 2 Jahren war er allein. Er hat bei Mediamarkt gearbeitet. Ist das auch von dem großen Starken dahin? Ja, also. Und sie haben 3 Kinder. Und sie waren fröhlich. Geht's gleich los. Ja. Es war einmal ein Prinz, der war sehr reich und sehr angeberisch. Eines Tages sagte sein Vater zu ihm, wenn du weiter so angibst, wird das Volk zu schwierig. Aber der Prinz benahm sich weiter angeberisch. Eines Tages wurde der Palast des Prinzen ausgeräumt. Auch alle seine Kleider wurden gestohlen. Seit diesem Tag ist der Prinz immer noch. Einmal fragte die Mutter, willst du mit mir zum Nordpol fahren? Da wunderte sich das Mädchen, ich darf nicht ins Schwimmbad, aber einen Ausflug zum Nordpol erlaubst du mir? Okay, ich komme mit. Und sie fuhren zum Nordpol. Sie sahen einen Eisbär. Es wurde eiskalt und das Mädchen war eingefroren. Nach einer Weile kam ein Prinz und rettete sie. Sie war geschockt, weil sie noch nie einem Prinzen begegnet war. Der Prinz hieß Marco und fragte, was machst du hier? Sie meinte, ich würde entführt. Marco machte ihren Heiratsantrag, sie nahm ihn an. Und so lebten sie bis an ihrem Lebensende glücklich. Danke, dass Sie hier tanzen durften. Es gab mal eine Tänzerin, die immer viel getanzt hat. Eines Tages wurde sie berühmt und hatte eine Villa und eine Limousine und 3 Knechte. Und immer wenn sie getanzt hat, wurde sie von den 3 Knechten getragen. Und eines Tages hat sie gesagt, ich will das beste Lied der Welt singen. Und dann hatte sie es geschafft und hat dann viele Fans bekommen. Eine davon war geschockt und so lebte die Tänzerin ihr ganzes Leben glücklich und war sehr schön. Getanzt haben. Danke, dass wir so cool tanzen dürfen.
darstellen mussten, was sie am Tag so machen. Danke dafür, dass wir hier bleiben durften und tanzen. Danke dafür, dass wir ein Tanzprojekt hier machen. Der Junge wünschte sich am Wunschbrunnen einen Freund. Sie waren Donnerbuddies fürs Leben. Sie waren die dicksten Freunde bis an ihr Lebensende. Wir sehen die Figuren plötzlich in ganz anderem Licht mit euren tollen Geschichten und euren pantomimischen Darstellungen. Es hat großen Spaß gemacht mit euch. Kommt immer wieder, ihr seid immer willkommen hier bei uns, das wisst ihr.